Hallo zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns an, wie du in Power BI die prozentuale Änderung zum Vorjahr berechnest oder auch Wachstum genannt. Bevor wir starten, bitte diesen Kanal jetzt kostenlos abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank! Und jetzt starten wir los. In vielen Berichten ist es notwendig, die prozentuale Abweichung pro Jahr anzuzeigen. Schrägstrich auch das Wachstum genannt. Somit erhält man einen guten Überblick, wie das Wachstum über einen gewissen Zeitraum sich entwickelt hat. Sehen wir uns das nun konkret in Power BI an. Dazu habe ich ein Beispiel mitgebracht und zwar ist es so, dass ich hier ein einfaches Matrix Visual verwendet habe und die dazugehörigen Daten sehen wie folgt aus. Und zwar handelt es sich um Umsatzdaten, in diesem Fall habe ich in der ersten Spalte das Jahr mit den Jahren 2011 bis 2013 und einen Wert dazu, die Umsatzwerte. Nun möchte ich mit einer Berechnung, einem Measure, die prozentuale Abweichung bzw. Wachstum mir anzeigen lassen. Dazu habe ich nun das Measure erstellt Wachstum und sehe, dass zum Beispiel für das Jahr 2012 im Vergleich zu 2011 ein negatives Wachstum von minus 6,45% stattgefunden hat, welches sich im Jahr danach auf 5,19% erhöht hat. Wie man nun dieses Measure erstellt, zeige ich nun. Ich habe dieses Measure einfach mit hier neues Measure erstellt und anschließend die Berechnung wie folgt zusammengestellt. Und zwar wechsle ich hier auf das bereits erstellte Measure und habe hier einen Befehlssatz bzw. einen Code übernommen. Und zwar definiert sich der wie folgt. Zunächst werden drei Variablen definiert. Diese Variablen werden immer mit einem VAR, Current Date, Current Amount und Previous Amount definiert. Das ist wichtig zu unterscheiden, dass es sich hier um drei verschiedene Variablen handelt. Am Ende werden dann entsprechend diese Variablen mit einer Division ausgewertet. Und zwar der aktuelle Betrag weniger dem Vorjahresbetrag. Und dieser wird dann entsprechend dividiert durch den Vorjahreswert. Wie werden nun die einzelnen Variablen berechnet? Zunächst wird mit dem Current Date das maximale bzw. das Max-Datum und in diesem Fall Max-Jahr herausgefiltert und herausgespeichert. Anschließend wird nun der aktuelle Jahresbetrag mit einer Sum X und einer entsprechenden Filterung, wo das Jahr genau sozusagen das maximale Jahr entspricht, in dieser Current Amount verspeichert. Anschließend wird nochmals derselbe Befehl durchgeführt, nur mit einem Minus 1, da es sich um das Vorjahr handelt. Am Ende werden alle drei Zutaten, wie gesagt, in dieser Divisionsformel parametrisiert und wir erhalten entsprechend nun dieses Measure Wachstum. Ich habe euch auch diesen Ausschnitt bzw. diesen Befehlssatz unter diesem Video in der Beschreibung hinzugefügt. Wie ihr seht, könnt ihr damit sozusagen das Wachstum entsprechend für eure Auswertungen berechnen. Falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!